mein Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Disney Haul Video. Das erste im Jahr 2021 und das erste aus meiner neuen Wohnung. Ja, wie schon im letzten Haul angekündigt, wird sich die Location ändern. Ich bin jetzt in meiner neuen Wohnung eingezogen, sitze gerade auf meinem Bett, wie man unschwer erkennen kann. Das wird nicht mein neuer Haul-Platz oder mein neuer Videoplatz. Den neuen Videoplatz habe ich noch nicht gefunden und nicht eingerichtet. Es wird auf jeden Fall nicht mein Ankleidezimmer werden, wie in der letzten Wohnung, weil es viel kleiner ist und einfach nur ein Schlauch. Ich werde wahrscheinlich das Wohnzimmer so einrichten, dass ich dann von da aus Videos machen werde. Aber vorübergehend, da hier am meisten Ordnung herrscht zurzeit, habe ich mich auf mein oder in mein Schlafzimmer verkrochen, auf mein Bett und zeige euch jetzt die Sachen, die ich im Januar von Disney gekauft habe. Die meisten Sachen habe ich vor meinem Umzug gekauft, muss man dazu sagen, weil nach meinem Umzug ist mir wirklich bewusst geworden, wie viel Zeug ich eigentlich habe. Und ich bin radikal am Ausmisten, mache kontinuierlich Insta-Sales, und damit ich die Sachen an den Mann bringe, damit auch andere Leute daran vielleicht Freude haben, weil es ist wirklich einiges zusammengekommen in den letzten Jahren, von einer 150 Quadratmeter Wohnung in eine kleinere. Da merkt man erstmal, wie viel man hat, und ich habe mir fest vorgenommen, dieses Jahr mich wirklich zurückzuhalten, was Einkaufen angeht. Ja, deswegen, es sind noch ein paar Sachen dabei, also ein paar mehr, finde ich. Ich hoffe, dass es in den nächsten Monaten etwas weniger wird, dann werden die Hauls wahrscheinlich auch kürzer. Aber ich werde trotzdem jeden Monat einen Haul machen, auch wenn es nur ein paar Sachen sind. Legen wir los mit der ersten Sache, die ich im Januar mir bestellt habe, direkt am 1. Januar. Und zwar bei Lego. Ich habe mir die Mickey Mouse Lego Arts Bildfigur gekauft. Die hat 120 Euro gekostet. Die hat direkt schon zum Jahresstart hier so ein Dings rausgehauen. Ich habe es auch noch nicht aufgebaut. Ich kam noch nicht dazu. Und ich weiß auch nicht, ob ich damit anfange oder mit dem Lego-Schloss. Aber auf jeden Fall mache ich für euch von beiden ein Video. Und ja, da kann man entweder sich Mickey Mouse draus machen oder Minnie Mouse. Beides geht, also entweder oder. Wenn ihr beide Figuren haben wollt, müsst ihr das theoretisch nochmal kaufen. Wie auch in meinen anderen Hauls packe ich euch die Links zu den Sachen, die es noch online gibt, unten in die Infobox. Schaut einfach mal vorbei. Dann gab es einen neuen Spirit Jersey bei Shop Disney. Da musste ich natürlich zuschlagen. Ich habe meine Spirit Jerseys alle eingeräumt. Und es sind drei volle Malmschubladen an Spirit Jerseys. Ja, ja. Das hier ist der Spirit Jersey von Steamboat Willie. Und der hat unten so einen Kuschelstoff, so einen Teddy. Finde ich richtig schön, richtig schick. Kann man natürlich dann nur im Herbst oder im Frühling anziehen oder halt im Winter. Für den Sommer ist er nix. Und der hat, wie alles Spirit Jerseys, 60 Euro gekostet. Und wir machen es jetzt anders als in den anderen Videos. Die Try-Ons mache ich sofort. Das heißt, ich ziehe mich jetzt um und dann zeige ich euch den angezogen. Ja, die Try-Ons werde ich wahrscheinlich dann in meinem Ankleidezimmer irgendwann machen, wenn es wieder einigermaßen begehbar ist. Aber genau, jetzt haben wir hier den Spirit Jersey mit Steamboat Willie. Ich trage Größe S und finde ihn richtig, richtig schick. Dann habe ich mir was von der Heidi Klum Villains Kollektion bestellt aus Amerika. Die gibt es leider nicht hier. Aber die gab es bei Amazon.com zu bestellen. Habe gerade mal geguckt wegen dem Preis. Die gibt es leider zurzeit nicht mehr. Ist zurzeit leider nicht mehr verfügbar. Aber ist ein richtig cooler Hoodie. Halloween kann kommen. Und zwar mit der bösen Königin als Hexe von Schneewittchen. Der leuchtet sogar im Dunkeln. Und hat hinten noch so einen Spruch drauf. Genau, der hat ungefähr mit Versand nur 35 Dollar gekostet. Wie gesagt, kam aus Amerika und also für den Preis kann man echt nichts sagen. Und ich finde ihn richtig cool und den ziehe ich jetzt auch an. So, da ist der Pullover und ja, ich trage Größe M und der ist richtig cool. Also richtig bequem, könnte ein bisschen dicker sein für Halloween, aber da kann man auch was drunter ziehen. Und ja, finde ich einen richtig coolen Pullover. Ich freue mich schon,
ihn dann an Halloween im Disneyland Paris dieses Jahr tragen zu dürfen. Wir hoffen es mal. Ja, dann habe ich mir was ganz Besonderes gegönnt. Es war nicht günstig. Einmal ein Funko Pop. Und ich werde auch noch einige Funko Pops aussortieren, aber der hier wird auch definitiv bleiben. Der war super teuer. Ich habe den bei eBay bestellt. Den gibt es ja auch nur in Disneyland Anaheim zu kaufen. Zum 65. Jubiläum von Disneyland Anaheim. Und zwar ist das das Schloss mit Walt Disney. Ja, wie gesagt, den habe ich bei eBay mir gekauft und mit Steuern und Versand und allem drum und dran habe ich 130 Dollar bezahlt. Ja, es ist glaube ich schon um die 110, 100 Euro, genau. Also nicht ein ganz nicht günstiges Teil, aber das wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz kriegen. Ich weiß auch schon, wo ich es hinstellen werde. Und ja, habe ich mir sozusagen zum Geburtstag gegönnt. Ja, dann habe ich mir noch zwei Paar Schuhe gegönnt von Adidas. Ja, Adidas hat wieder eine neue Disney-Kollektion rausgebracht. Und ich bin so begeistert von dem Paar, was ich mir letztes Jahr gekauft habe. So bequem und also, ja, war wirklich sehr begeistert von dem Paar von letztem Jahr. Deswegen sind es jetzt zwei Paar geworden im Januar. Und das Problem bei Adidas ist immer, also, ich habe ja Schuhgröße 38 und die sind super, super schnell weg. Also, die Männergrößen sind immer noch jetzt vorhanden und die Frauengrößen leider dann schnell weg. Und zwar, das erste Paar ist einfach schwarz. Genau, so sehen die aus. Sind einfach schwarzes Samt-Schnieker. Genau, Schnieker. Nur mal hier fällt gleich alles runter vom Bett. So, also schwarze Samt-Sneaker und ihr seht in den Streifen ist einmal ganz dezent Mickey Mouse drin und hier an der Seite ist auch nochmal Mickey Mouse drauf. Ansonsten sind sie sehr, sehr dezent, was Disney-Muster angeht und ja, finde ich richtig cool und ich freue mich, wenn es jetzt wärmer wird und dass ich die dann anziehen kann. Übrigens haben beide Normalpreis von 100 Euro. Aber ich hatte in beiden Fällen einen 20% Gutschein einmal, glaube ich, so gefunden im Internet und den anderen habe ich zum Geburtstag bekommen. Ja. Und das zweite Paar, was ich mir gegönnt habe, sind ähnlich wie die von letztem Jahr. Die von letztem Jahr sind aber bei mir rot, die Streifen und hinten die Kappe. Und jetzt habe ich mir die weißen in schwarz geholt. Also mit schwarzen Streifen. Fällt schon wieder runter. Ah, genau, und da habt ihr in der Innenseite Mickey und Minnie. Und hier nochmal Minnies Blume. Sieht man jetzt schlecht, genau. Also auch relativ dezent und ja, wie gesagt, letztes Jahr bin ich so begeistert von den paar, die ich mir da gekauft habe. Und die halten wirklich super und habe dementsprechend auch ein paar günstige Modelle, die ich bei Zara oder so bekommen habe. Gekauft habe letztes Jahr aussortiert und beim Insta-Sale verkauft. Und dann habe ich lieber ein paar oder zwei, drei Paar, die ein bisschen hochwertiger sind und ja, mir super, super duper gefallen. Habe ich euch eben noch vergessen zu zeigen, bei dem Spirit-Jersey gab es den 2021 Schlüssel. Ja, ist jetzt nicht der hübscheste Schlüssel. Ja. Wenn er fokussiert, jetzt fokussiert er, genau. Also ist okay. Ich weiß noch nicht, wo ich meine Schlüssel jetzt aufhängen werde. Ich hatte die ja vorher in so Rahmen drin. Ob ich das fortführe, weiß ich noch nicht. Die sind erstmal in irgendeinem Karton noch verstaut. Aber weiter sammeln werde ich sie, denke ich schon. Jetzt gab es den Winnie-Pooh-Schlüssel auch im Januar. Aber da habe ich nichts gekauft von der Winnie-Pooh-Kollektion. Da war ich schon ein bisschen stolz auf mich. Aber eine liebe Followerin von Instagram hat mir dann angeboten, den Schlüssel zuzuschicken, weil sie ihn nicht braucht. Genau, dann habe ich im Prinzip den Schlüssel von Winnie Pooh und musste aber dafür dann nichts kaufen. Dann kommt jetzt was, was wir schon bereits im Dezember bestellt haben. Wir, das waren nee, Brida nichts bestellt, Angie, Daniel und ich, glaube ich, war es. Genau. Und zwar ist ja die Euro Disney Kollektion rausgekommen, die eigentlich letztes Jahr im April im Disneyland Paris hätte released worden sein. Da der Park aber zu hatte zu der Zeit, wurde die da nicht rausgebracht und jetzt gab es sie dann nur in Shop Disney Frankreich und Shop Disney UK.
Und das war zum Glück noch vor dem Brexit. Meine liebe Freundin wohnt in, also eine liebe Freundin wohnt in England. Und dann konnten wir die Sachen zu ihr schicken. Also wir haben dann bestellt in UK, sind dann zu ihr geliefert worden. Sie hat dann ein Päckchen nach Deutschland geschickt. Das war alles, wie gesagt, im Dezember noch. Die Sachen kamen dann an. Und ich war ja in der Schweiz und die Sachen sind bei Daniel angekommen. Und als ich dann aus der Schweiz zurückkam im Januar, habe ich dann die Sachen bei mir zu Hause gehabt und deswegen kommen sie in den Januar-Haul rein. Theoretisch vom Kaufdatum her hätten sie eigentlich im Dezember kommen sollen. So viel dazu, langer Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt die Sachen. Und zwar einmal den Euro Disney Pin. Ich bin ja jetzt nicht der größte Pinsammler, aber ich finde, der musste sein. Das ist so dieser Retro-Style. Achso, dann gab es. Ich weiß nicht, ja genau, so, also der war jetzt irgendwie in einer anderen Bestellung, aber ich hole ihn gerade raus, der Baby Yoda Schlüsselpin. Ich weiß gar nicht, wann ich den bestellt hatte. Achso, der Euro Disney Pin hat hier hinten steht 7 Euro gekostet. Dazu kamen natürlich noch die Versandkosten aus England, die nicht ganz günstig waren. Aber vor dem Brexit war das noch einfacher. Jetzt kommen da wahrscheinlich noch Zollgebühren oder der Versand ist noch teurer dazu. So, dann habe ich mir auf jeden Fall auch die Tasse geholt. Die Euro Disney Tasse, die ist auch super groß. Die hat 10,99 gekostet. Ja, natürlich alles in Pfund bezahlt. Aber hier stehen die Europreise drin, weil die ganzen Sachen hätten ja in Disneyland Paris kommen sollen. So, dann habe ich mir noch das T-Shirt hier geholt. Das hat 22,99 geholt. Das ziehe ich euch auch jetzt mal an. So, das ist das T-Shirt in Größe M. Das ist natürlich super, super retro-mäßig, aber ich finde es irgendwie cool. So ein Senfgelb mit so einem schwarzen Rock im Sommer oder so ein bisschen. Finde ich, sieht das ganz gut aus. Jetzt habe ich meine Ohren nicht an, aber ich muss direkt mich weiter anziehen oder umziehen. Ich habe mir nämlich noch den passenden Pullover dazu geholt, auch in Größe M. Und der hat 39,90 gekostet. Ein bisschen hätten wir ja auch auf alles noch 20% bekommen. Kommt das erschwerend dazu, aber ich wollte die Sachen unbedingt haben, weil ich sie wirklich cool finde. Und den ziehe ich euch jetzt auch nochmal an. So, da ist auch noch der Pullover. So. Die Farbe finde ich ein bisschen besser als, also besser als dieses Senfgelb, aber wie gesagt, ich finde beides total cool. Das Etikett nervt mich jetzt gerade hier. Ja, also das ist der Euro Disney Pullover gewesen. Und das war es auch. Was ich mir nicht geholt habe, war dieser Schlüsselanhänger. Ansonsten habe ich mir alles von der Euro Disney Kollektion bestellt. Ja, kommen wir zu den letzten paar Teilen, die ich mir noch im Januar bestellt habe. Meine Ohren rutschen schon. Und zwar einmal ein neues Paar Ohren. Da sind noch Haare dran. Ich weiß nicht, ob die. Wir hatten die Ohren schon mal für ein Shooting an mit Brina, als sie im Januar noch da war, nach meinem Geburtstag. Ich glaube, ja, da hängen einige Haare dran. Ist ja auch egal. Und zwar einmal die Prinzessinnenohren. Die wollte ich unbedingt haben, als ich sie schon in Amerika gesehen habe. Ich finde die richtig süß und dieses Glitzernde und die Krone ist echt richtig cool. So, auch als Aurora-Bound kann man die ganz gut anziehen. Man muss dieses Fax mal wieder abschneiden. Ich glaube, Disney lernt es auch nie. Und die waren Originalpreis 30 Euro, aber ich hatte auch bei Shop Disney irgendwie auch wieder einen 20% Gutschein. Dann noch ein paar Ohren also von EMP. Da hatte ich auch einen Geburtstagsgutschein bekommen. Das war super passend. Ich glaube, 10 Euro habe ich von EMP bekommen. Und dann habe ich mir die Weihnachtsohren von Loungefly bestellt. Die kann ich natürlich jetzt nicht anziehen. Dann erst dieses Jahr an Weihnachten, aber ist auch richtig cool. Die Samtschleife und dieses Leder. Ich mag die Loungefly-Ohren, weil die diesen Lederstoff haben. Und ich glaube, der Originalpreis war 26 oder 27 Euro. Und wie gesagt, ich hatte 10 Euro Gutschein vom Geburtstag. So, und jetzt kommt noch was zum Schluss, wo die Meinungen ja sehr gespalten sind zurzeit in der Community. Und bei Shop Disney, wie soll ich anfangen? Also, ich wusste auch nicht, ob ich mir die Sachen bestellen will oder nicht. Aber wo ich sie jetzt sehe, sind sie schon sehr süß, aber viele finden sie komisch oder weird. Und aber die Sachen sind immer super schnell ausverkauft bei Shop Disney. Also die ersten Sachen waren super schnell weg. Also ich weiß nicht, ob nur Shop Disney nur 5 Sachen davon hat oder wirklich so viele Leute draufstehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall handelt es sich um, ich muss mal gucken, ob ich es richtig ausspreche,
Nuimos. Nuimos, die kommen aus Japan. Das sind im Prinzip Stofftiere. Ich habe mir jetzt Mickey und Minnie geholt. Ich liebe ja Mickey und Minnie. Und die kann man anziehen, wie Puppen. Also die kann man auch bewegen. Die Hände bewegen sich hoch und runter. Ja, die kann man auch hinsetzen, ne? Also mit denen kann man ganz viel machen und wie gesagt auch umziehen. Und davon habe ich mir ein Kostüm gekauft für Mini. Und zwar das hier. Ich hatte bei dem Release ein bisschen länger überlegt, ob ich es mir bestellen soll, ob ich es mir nicht bestellen soll. Und ich habe so lange überlegt, dass es nur noch das Outfit gab, was ich gut fand. Für Mini. Mickey hat jetzt noch kein Outfit, aber das kommt bestimmt irgendwann. Wie gesagt, die kommen aus Japan. Sind da super begehrt. Es gibt noch Stitch und Angel und Daisy und Donald. Ja, ich habe auch schon einige Bilder auf Instagram gesehen mit so den Outfits und den verschiedenen Kulissen. Das sah wirklich sehr, sehr süß aus. Und ja, also ich finde sie sehr süß. Die Outfits sind natürlich super teuer. Das hier hat jetzt 12,90 € gekostet und jeweils hier so eine Mickey und Minnie hatten jeweils 18 € gekostet. Also sind nicht günstig, aber ja. Sind schon wirklich süß und die sollen halt als dein Begleiter sozusagen von dir fungieren, dass du die halt mitnimmst und dann halt stylst, je nachdem, wo du sie mitnimmst. Also wie gesagt, so ein Japan-Ding und die kam jetzt zu uns und ich weiß nicht, ob das wirklich ein Hype ist oder ob Shop Disney nur irgendwie 5 Sachen oder so von denen rausbringt. Es gab so Kostüme für die, so Character, Disney-Character-Kostüme und ich fand Rapunzel so cool für Mickey. Es gab mit so einem Hoodie, also mit so einer Kappe und so, also sah richtig cool aus, aber der war sofort ausverkauft. Vielleicht kommt da nochmal nach, weil das Rapunzel-Outfit fand ich richtig, richtig cool für Mickey Mouse dann. Naja, auf jeden Fall, das war mein Januar-Haul. Ja, sind ein paar teurere Sachen gewesen, aber das war alles vor meinem Umzug, bevor ich realisiert habe, wie viel Kram ich eigentlich habe. Und jetzt wird es auf jeden Fall reduziert werden. Wie gesagt, ich verkaufe ja auch einiges bei Insta. Schaut dann gerne mal vorbei. Unten findet ihr auch meinen Instagram-Namen. Und habe auch viel bei Vinted eingestellt. Da aber erstmal noch keine Disney-Sachen, sondern normale Klamotten. Ja. Ansonsten habe ich hier noch einiges zu tun. Noch viel zu tun in der Wohnung. Wie gesagt, das Schlafzimmer ist noch das Schönste bisher. Überall steht halt noch was. Im Hintergrund, wenn ich da hinter die Kamera gucke, steht auch noch alles voll mit Deko, die noch nicht verräumt ist. Aber das wird alles. Ich denke mal, ich brauche noch so 2 Wochenenden. Aber der Februar-Haul wird dann in einer besseren Location. Ich hoffe, dass bis Feb im Februar-Haul dann das, was ich mir jetzt bestellt habe, die Woche bis dahin ankommt. Weil da freue ich mich sehr drauf, dass ich das bekommen habe. Das ist von der Schön und das Biest-Kollektion von Shop Disney gewesen. Da hatte ich wirklich Glück und vielleicht kann ich euch es dann schon im Februar heute zeigen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns in meinen nächsten Videos, in Monis Magical Vlogs. Da halte ich euch hier auf den Laufenden, wie es hier in der Wohnung aussieht, was ich alles so mache zwischendurch und schaut da gerne mal vorbei und bis dann.